wenn man jetzt wirklich nochmal Stuttgart jetzt vielleicht mit den amerikanischen vergleicht, mein Stuttgart, Berg und Tal, ähnelt doch vielleicht sehr an die Straßen von San Francisco. Gibt es auch Verfolgungsjagden dann mal? Ja, also wir hatten natürlich in Santa Maria hatten wir eine kurze kleine Verfolgungsjagd, immerhin. Es ist natürlich immer schwer, in 6,5 Tagen jetzt eine Verfolgungsjagd zu drehen. Das heißt, wir haben jetzt keine, soweit ich weiß, keine minutenlange Autoverfolgungsjagd durch Stuttgart. Aber was wir haben zum Beispiel, ist ein sehr spannender Showdown im Containerhafen, wo auch geschossen wird und so weiter, also wo der Bösewicht dann von Joe gestellt wird und so weiter. Also es spielen auch schon das eine oder andere Mal Autos dann eine Rolle. Und insofern, sag ich mal, bleibt es spannend. Okay. Was kommen alles für Equipments zum Einsatz? Auch mal aus der Luft mit Hubschrauber und so weiter? Wird es auch mal gedreht? Ja, wir haben jetzt gedreht mit dem Hubschrauber, mit dem Polizeihubschrauber. Und zwar parallel sozusagen. Also zwei Hubschrauber waren gleichzeitig in der Luft, um den Hubschrauber zu filmen, wie er eben über Stuttgart fliegt. Der wird jetzt auch ab und zu in meinen Folgen weiß ich es, da ist er drin, in den anderen Folgen weiß ich es jetzt nicht ganz genau. Da wird er auch zu sehen sein. Das ist im Prinzip, nennt man das Archivmaterial, was produziert wird und dann eben insertiert wird in einzelne Folgen, wenn es passt und wenn es Sinn macht sozusagen. Weil mein Hubschrauber muss klein wenig ausholen, da haben wir uns eigentlich mal kennengelernt, zwar bei den Rettungsfliegern in Hamburg und jetzt hier natürlich in deiner Heimat. Geht man da schon auch ein bisschen mit einem anderen Auge dann dran, wenn man wirklich dann, sag ich mal, jetzt das Drehbuch vor Augen hat und sagt, Mensch, das passt genau da rein? Oder wie siehst du es? Wie gehst du die Sache an? Also es ist schon, als Regisseur ist es eigentlich nur selten der Fall, dass man, sag ich mal, in der eigenen Stadt, in der man lebt und wohnt, eben auch dreht. Und was mich halt besonders freut, ist halt, dass man tatsächlich in seiner Heimatstadt drehen kann, schlicht und ergreifend. Also allein aus dem Grund, dass man abends einfach nach Hause kann und nicht blöd im Hotelzimmer hängt. Das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich, dass man ein ganz anderes Verhältnis zu der Stadt hat, sozusagen. Also wenn wir mit dem SEK Palast der Republik stürmen, dann hat es halt natürlich eine ganz andere Haltung. Oder es ist auch ein anderes Gefühl, weil man da halt im Palast der Republik auch schon, sag ich mal, 5 Bier mal über und durch getrunken hat. Also man kennt es privat, man kennt jede Ecke. Man hat natürlich auch, man hat eine ganz andere Verbindung. Wenn man dreht in einer anderen Stadt, dann kenne ich mich zwar in, sag ich mal, Hamburg auch gut aus, aber es bleibt eben Hamburg. Also es ist eben nicht meine Stadt. Ja. Klar. Anfang Oktober hattet ihr ja die letzte Klappe, sage ich jetzt mal, für die Soko, für die 20 Folgen. Aber da waren ja die letzten Folgen auch noch gar nicht geschnitten, bis zum Start, als es dann ranging. Also seid ihr jetzt schon komplett mit allen durch oder gibt es noch ein paar Feinarbeiten, die ihr jetzt noch machen müsst? Also rein vom Schnitt her ist alles fertig, aber nach diesem Schnitt, also nach dem Arbeiten hier an diesem Platz, ist die Postproduktion noch nicht fertig. Das heißt, also die Folgen, die ersten Folgen laufen schon, aber die letzten Folgen sind noch nicht komplett sendefähig. Das heißt, die werden jetzt, also im Prinzip, um mal den Ablauf nochmal zu erklären, was nach diesem Schneiden hier passiert, da wird die Timeline, das sieht man hier, das ist also quasi dann, das ist der Film sozusagen, alle Strichchen hier sind die Schnitte und diese Timeline wird exportiert und geht dann an ein Postbrauhaus. Und die onlinen dann quasi das Bildmaterial. Das heißt, dass dieses Material, was wir hier haben, ist quasi eine geringe Auflösung. Damit schneiden wir den Schnitt, legen den Schnitt fest und dann Artus in Ludwigsburg macht dann mit dem gleichen Material, Timecode identisch, das online. Das heißt, dann ist es quasi in der Bildqualität eben HD. Und dann wird dieses Bild nochmal farbkorrigiert, weil
quasi, wenn man das aufnimmt, immer wieder, sag ich mal, Farbstiche drin sind. Also das Licht ist vielleicht etwas zu warm oder es ist zu kühl oder man will es eben ganz anders haben, wie es eigentlich in Realität war. Man will es kälter haben, weil es jetzt eine düstere Szene ist oder. Man möchte vielleicht manche Szenen dunkler haben oder ein bisschen heller und so weiter. Das nennt man dann Farbkorrektur. Das ist dann auch nochmal ein Aufwand von mehreren Tagen. Und dann kommen die Titel drauf sozusagen, also die Titeleinblendung, die Namen und so weiter werden dann noch insertiert und eingekeyt und der Abspann eben. Das ist dann die Bildebene und dann kommt noch die Tonebene. Da wird dann ebenso dieser Schnitt exportiert sozusagen und geht dann in ein Tonstudio. Und die mischen dann quasi die komplette Folge, weil das, was wir hier am Schneidetisch hören, ist nur sehr raff und die Stimmen sind mal viel zu laut und viel zu leise. Es fehlen Geräusche. Also wenn zum Beispiel in der Zelle, also im Studio, ist die schwere Eisenzellentür, die ist halt aus Holz. Und wenn man die zuhaut, dann klingt das halt nach Holz. Das heißt, die sieht nur aus, wie wenn sie Metall wäre. Und da ist dann ein Geräuschemacher und ein Toningenieur, der dann eben solche Geräusche dann unterlegt, den Holzklang wegnimmt aus dem O-Ton, aus dem Originalton und dann eben eine Stahltür drauflegt, dass das eben auch so klingt, wie es aussieht. Fällt mir jetzt immer wieder das Lied an, mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche von früher, ne? Genau. Ja, und dann darf man nicht vergessen, ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt ist natürlich die Musik. Mhm. Das heißt, wenn der Schnitt fertig ist, dann kriegt auch der Komponist genau diese Schnittfassung, also den fertigen geschnittenen Film, ist noch nicht farbkorrigiert und so weiter, alles das, was ich gerade erzählt habe. Und anhand dieses Films komponiert dann der Komponist eben genau auf die Bilder, auf die Szenen, auf die Stimmungen und Emotionen eben die Filmmusik. Okay, jetzt ist vorhin ein Wort gefallen, für die, wo es jetzt vielleicht damit nichts anfangen können. Postproduktion hat jetzt nichts mit der Bundespost oder sowas zu tun, sondern? Nee, Postproduktion heißt halt, also Post quasi danach, eben gesehen von den Dreharbeiten aus, die halt in der Mitte liegen. Es gibt die Pre-Production und die Post-Production sozusagen, sind alles englische Begriffe, die eben in der Branche üblich sind, nennt man eben so. Alles klar. Abschließend jetzt dann, die nächsten Folgen werden ja ab Februar schon wieder gedreht. Du bist dann auch wieder mit am Start? Ich bin soweit mal mündlich optiert, nennt man das. Wir haben diverse Gespräche geführt und unterschrieben ist nichts, aber so wie es aussieht, bin ich da wieder dabei, ja. Okay. 4 Folgen kann man von dir jetzt in der Staffel bewundern, oder? Oder 5? 5 sind sogar. 5 mal 4, oder? Ist das so aufgeteilt? Nee, es sind sogar 8 Folgen. Also okay. Ich bin der einzige Regisseur, der dieses Jahr 2 Blöcke gemacht hat, sozusagen. Also ich habe den Block 2 gemacht und den womöglich nicht ganz so schlecht, weil ich dann nochmal jetzt den Block 5 gemacht habe. Und 8 Folgen ist schon, also wer sich auskennt, 8 Folgen ist schon ein Haufen Holz. Und es ist viel Lebenszeit, die man da verbringt mit dem Projekt. Insofern freut es uns natürlich, dass das jetzt gut angelaufen ist und wohl auch schon offensichtlich seine Fans hat. Das freut mich auch. Wir gucken weiter eifrig zu und vor allen Dingen immer mal wieder im Abspann drauf achten, Gero Weinreuter. Das war dann von ihm die Folge. Liebe Podcast-Freunde, morgen, wie gesagt, 6. Dezember, Stiefel rausstellen, nicht vergessen. Wirst du deinen auch rausstellen? Ich gehe schwer davon aus, dass dann da viel drin ist. Das hoffen wir doch alle. Ich bedanke mich bei dir und dass wir einen kleinen Einblick bekommen haben in die Schnittarbeit bei SOKO Stuttgart. Danke dir, Gero. Danke.